Und ich habe das Gefühl, dass wir unsere Mutter zum letzten Mal gesehen haben. Was ist da draußen los? Wer kam da mit den Hunden? So, ist das Hugos Zimmer? Oder ist das Hugos Zimmer? Wir schauen mal hier. So. Verschlossen. Beide Zimmer verschlossen. Haben wir hier einen All Schlüssel? diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Ah, lass mal hier schauen. Ah, von innen verschlossen, okay. Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Guck mal hier. Wo ist er? Hugo? Oh, das ist ja ein wunderhübsches kleines Spielzimmer. Guckt mal schön mit dem selbstgeschnitzten Schaukelpferd und ein Ritterschild und Schwerter. Oh, herrlich. Und da wird er sein, dahinter. Guck mal, da sieht man schon den Popo. Und hallo, kleiner Mann. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Warum kennt die ihren eigenen Bruder nicht? Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. Ist es Mama? Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Oh Mann. Wir müssen hier weg. Los, jetzt. Wo ist Mama? Shh. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Halt die Klappe. War's denn wirklich so schwer? Er gehört ja ihm. Oh nein. Lea. Oh, 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 oh. Das wird dich leeren. Nein. Geh mal weg da von der Tür. Hugo ist nicht hier. Hey, du. Nein. Komm schon. Ich sag es nicht noch einmal. Halt. Und Hugo, der Hund. Was wollen die von Hugo? Amicia, was ist hier los? Mutter. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Können wir vielleicht etwas schneller gehen? Oh mein Gott, Louise! Macht dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte! Oh nein! Alter, eigentlich haben wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Nein, nein. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu. Das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Meine Beatrice ist ein guter Mensch. Wir müssen mal... Passen aber auch nicht wirklich auf die Soldaten, ne? Oh, hoffentlich kommen wir jetzt hier raus. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Oh, Kinder!
Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja. Ja. Wachen, versperrt die Ausgänge. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet. Mama. Das kriegt keiner mit. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Puh, mehr hast du nicht zu tun. Hat geklappt. Versteckt euch. Alles erzählt, ich was er arbeite weiß. Schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du, stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastarde! Feiglinge! Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Ja. Ist kein Freund der Inquisition. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann's ohne Schleuder versuchen. Nein, Amicia. Deine Schleuder wird uns verraten. Du hast recht. Dieses Geräusch. Gut, das gehen wir. Von da drüben. Schnell durch. Ist ja cool, dass man auch so werfen kann. Au, mein Kopf. Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senor Nick... Komme gleich wieder. Komm lebend wieder, wir brauchen dich hier. Wir kommen nicht weiter. Mutter. Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Mann, ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Mist. Was war denn das? Los jetzt. Los, 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 los. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Oh Mann, was hier abgeht. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, nee, ne? Da ist ein Loch in der Mauer. Oh. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Nur Mut, kleiner Mann. Ohne dich sind wir aufgeschmissen. Gut gemacht. Super. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Gnade! Gnade! Wie lang? Herr und Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Nu? Kommt mit. Folgt mir. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen, mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein-
So ist es gut. Lang. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo. Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Vor allen Dingen, warum klingelt bei uns das Ohr, alles gut, Hugo. Ja. Wenn er Kopfschmerzen hat? Was hat der Junge? Was ist mit ihm? So, Mutti, so, machen wir Platz da. Danke. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Ja, wir sind vorsichtig, Mutti. So, geh mal weg, Typ. Nicht. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Ich muss ihnen Bescheid geben. Das sehe ich mir besser an. Psst, kommt her. Wir kommen. Los, beeilt euch. Spannung. Gut gemacht. Na, nichts zu berichten. Hier lang. Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Okay, wartet. Wir nehmen einen... Oh, nicht laufen. Einen Stein. So, und umdrehen bitte. Ich schon. Na los. Ich sollte mich beruhigen. Jetzt. So. Ab, 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 ab. Oh, ihr lebt. Hier entlang. Hier entlang. Folgt mir. Versteck dich! Schnell! Madame! Sie kommt! Alicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen! Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich! Ich brauch dich! Schnell jetzt! Folgt dem Fluss! Er führt euch zu Laurentius! Mutter, nein! Hugo, komm mit! Schnell! Tötet die Schwester! Den Jungen brauchen wir Soldaten! Was ist los? Ach du Schande! Ach du Schande, jetzt aber hört dich. Seid vorsichtig, verflucht, tut die Erde steht. Amicia, der Boden bewegt sich. Lauf weiter, sie sind direkt hinter uns. Geradeaus, weiter, geradeaus. Aber wo laufen wir hin? Wo soll Mama uns finden? Lauf einfach weiter. Amicia, wir müssen zurück und Mama suchen. Das geht nicht, sie dürfen uns nicht stoppen. Was zur Hölle ist hier los? Wo sollen wir nur hin? Ich weiß es nicht. Oh, was ist hier los? Werden wir sterben? Nein!
ins Wasser.